Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Project Hospital. Ja, wir sind dabei, hier den HNO zu bauen. Es scheitert gerade ein bisschen am Geld. Ist mal wieder ein bisschen da. Mal gucken, ob wir da ein Stück weiterkommen. Soll ich hier was reinsetzen können? Was haben wir hier? Das hört sich eher nach einem Labor hier alles an, ne? Wir wollten hier das machen. Was soll ich hier? Kriegen wir das hier rein? Nee. Abzughammer, Mikroskop brauchen wir. Computer brauchen wir. Drucker. Kein Riesending. Hocker, ein Labor, wir das da rein. Nee. Okay. Den auch mitnehmen. Das kann anders aus, so. Das können wir hier drauf, okay. Dann noch das hier. Ein Geld. Machen wir noch weiter. Sollen wir noch ein bisschen Geld kriegen, ne? Was haben wir? 12 Uhr Mittag, okay. Okay, dann können wir noch mal weitermachen hier. Das Ding wollten wir setzen. Das wird wahrscheinlich richtig teuer sein. Nö, es ging. So. Können die Hände waschen. Da müssten wir durch sein hiermit, ne? Ne, es fehlt noch was. Hier. Jetzt aber durch. Lass uns mal jetzt, jetzt haben wir zwei von den Dingern. Lass uns die mal jetzt aufmachen. Wir nehmen einen Arzt. Oder eine Ärztin. Freier Seifer, das hört sich schön an. So. Nachts nehmen wir auch einen, also das will ich gar nicht erst riskieren. Ja, da haben wir hier einen Assistenzarzt. Schon Facharzt. Am Tag besetzen wir die Rezeption auf jeden Fall. Wieder Vogel. Dann haben wir hier am Tag noch das. Und nachts nehmen wir den Assistenten hier. So. Haben wir hier die
ein HNO aufgebaut, ne? Also wir werden ziemlich schnell jetzt dann auch das Geld brauchen für oben. Er soll ja hier oben zur chirurgischen kommen. Vergessen habe jetzt hier den kleinen Raum, aber das, ja, heute wird es nicht schmutzig, denke ich. Kriegen wir den irgendwie den Boden, zack, und da. Durchziehen. Ist ja, Labor ist für mich auch Diagnostik. Die Toilette geht die ganze Zeit, ne? Wir wollen schon wieder das hier machen. Lass uns die in die chirurgische bringen. Cafeteria ist auch gut was los, ne? Ja, ich glaube gut. Noch nicht so. Jetzt sollen wir noch eben den Raum fertig machen hier. Auch ein Untersuchungsraum, okay.
Okay, die wieder. Eins, zwei. Ja, auf jeden Fall das hin. Das hin. Wieder Arbeitsplatz und trotzdem noch ein Schreibtisch, okay. Und Ethan Arms, so, zack. Gehen wir schon in den Bereich rein. Rechnen, glaube ich, zwei. Aber zum Händewaschen. Aber ne. Keine Fachkraft, sehr gut. Und auch ein Hausmeister, also eine Fachkraft. Die eigentlich auch OPs nennen, doch die haben auch Operationen. Schon leerer, wenn es 14 Uhr finde ich gut. Notfallversorgung wäre auch gut. Wir haben auch jemanden eingestellt, ne? Alles noch ein bisschen ruhiger, ne? Sein, dass sie dann irgendwann auf Station müssen. Ne? Geht sie hin? Erfüllt Bedürfnisse. Jetzt essen uns. So. Hat man drei Abteilungen von den ganz unten, ne? Ah, plus ICC, also chirurgische, orthopädische und die zähle ich erstmal dazu. Das andere sind eher bildgebende.
Diagnostik und so. Labore. Ach so, die wollte da. Ah, die wollte hier hinten aufrufen. Deswegen konnte sie gehen, ne? Was macht die gerade? Rhinoskopie. Rhinoceroskopie, okay. Kurz gucken, wenn wir hier oben schon mal die kopieren hier, ne? Wird die dann hier oben hin? Könnten wir es hinkriegen? Die Ecke ist ja eigentlich nicht da. Könnten sie ja trennen, ne? Eine oder das andere, so, das jetzt sagen. Das ist dem Bereich. Da könnte ich auch so komplett machen, dann mache ich das andere noch oder später neu, ne? Könnte man nicht hier dann sagen, so zack, der Aufenthaltsraum. Da geht ja gar nicht hier dran. Aber den könnte man ja so dann dran setzen, da könnte ich ja einen bauen, ne? Und hier könnte dann der ja, Raum hinkommen. Die Pfleger. Die Baumpfleger, ne? Da kommt schon einiges jetzt hier. Liegender Wechsel. Die Tagschicht vorbei ist, sind wir eh wieder im Minus. Immer 4 im Plus. Wir können jetzt aber hier oben nichts wirklich bauen. Ne? Wir könnten hier jetzt 2 oder ja. Wir könnten hinpassen, müssen wir mal testen. Wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt von den doch 4 passen dahin, ne? Jetzt aber jetzt bedenken, das sind jetzt hier, das ist der Bereitschaftsraum Ärzte. Das ist Schwestern.
ist Toilette. Drüben irgendwo, ne? So. Dann haben wir hier Überwachung. Gerade sind nur drei. Aber auch nur normal. Ja, hier ist normal. Toiletten. So, dann ist jetzt die Frage, brauchen wir jetzt schon Operierende? Machen wir hier erstmal so eine Fachpflege. Hier auch eine Fachpflege. Machen wir von hier oben an. Genau, so, haben wir hier Praktikantin. Sehr gut. Hier auch eine Praktikantin. Hier. Das soll ich hier einfach sagen, okay. Die sollen sich ums Fahren kümmern. Ne? Weil Fahren das nächste Problem ist. Wir haben jetzt keine Tragen hier. So. So, dann haben wir hier. Also stellen wir erstmal für den Tag nur die OP-Schwestern ein, ne? Dann hier Ärzte brauchen wir auch. Hier wäre gut. Diagnostik. Stellen wir einen Chirurgen ein. Ein Anästhesisten. Ja, Krankenex brauchen wir. In der Nachtschicht brauchen wir schon ein. Hier. Assistenzarzt, so. Jetzt würde ich sagen, wir nehmen mal hier die rüber. Und jetzt geht es hier drüben weiter. Wir müssen hier auch die den Korridor machen, damit es erkannt wird, ne? Und nicht auf, weil die Diagnostik fehlt uns noch. Erstmal noch nicht rein. Ja, komm, dann machen wir. Machen wir anders. Genau, machen wir die mal ganz kurz, die Diagnostik. Damit wir einfach dann jetzt hier den Bereich auch haben, ne? Okay, eine Tür rein. So. Okay.
Mal gucken, was muss hier rein. Okay. Also auf jeden Fall so eine Liege rein. Hier mal zwei. Das. Wieder Arbeitsplatz. Ah gut, hier muss kein Ding sein. Das ist schon mal gut. Dann nehme ich das dahin machen. Okay. Whiteboard. Und ich hätte gern hier noch weiter vor. Ne, haben wir hier nicht, ne? Rollstühle. Nee. Erstmal zwei jetzt davon, das brauchen wir auch noch. Sieht so nach Pflanze aus. Dann können wir noch mal eben, wir haben noch ein paar Euronen. Machen wir nicht hier den. Den, wie heißt er? Den Banker heute auf das Raum hin. So. Erstmal so Küchenschränke. Die Dinge können wir ja hier an die Wand klatschen. Dann sehen wir sie nicht. Dann haben wir ein Regal. Kühlschrank. So. Sind denn hier die Attackonsen? Okay, dann oben Hängeschränke. Und hier die Spüle. Kaffeemaschine. Ist dich auf jeden Fall. Wieder. Hier gucken. Orangensaft. Wasser. Mal gucken. Ich glaube, es geht gar nicht weiter, oder? Doch, passt. So. Jetzt müssen wir noch einmal den Boden machen. Okay, das haben wir auch. Ja, dann haben wir hier alles. Ein Bücherregal wäre vielleicht noch nett. Und eine Pflanze. Da jetzt noch ein kleines kleinen Kapuff hingestellt. Okay.
Ich glaube immer einmal hier, zack. Dann können wir noch mal hier so ein zwei hier hinsetzen, so. Sehr schön. Dann haben wir hier auf jeden Fall unsere HNO Ärztin, erster Bereich. Und verteilt sich das demnächst auf 3 Stationen, hoffe ich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die HNO Station gefällt euch. Hier unten haben wir zumindest mal schon ein bisschen was zu tun. Hat Erfahrung gesammelt, sehr schön. Und ja, von daher sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin. Tschüss.